Willkommen zurück zu Assassin's Creed 3. Wir machen weiter mit der Klunker-Mission, und zwar der Schatz von Dead Chest Island. Diese Mission starten wir und dann bin ich mal gespannt, wo wir da rauskommen. Und was wir jetzt hier genau machen sollen. Und dann müssen wir für die nächste Mission 5 weitere Klunker suchen, die wir ihm dann bringen können, damit wir das den nächsten Hinweis bekommen. Da ist ein Schiffsfriedhof. Kannst du nicht verfehlen. Es heißt, Abel Owens war an Bord eines dieser traurigen Wracks. Wenn das stimmt, findest du seine Überreste dort. Plünderer lieben den Friedhof. Du musst wachsam sein. Okay, einen Weg zur gegenüberliegenden Seite der Klippe finden. Ja, dann machen wir das doch mal. Und rüber da, Connor. Sehr schön. Wenn Abel Owens Schiff hier gekentert ist, müssen sie selbst nach etwas gesucht haben. So, jetzt muss ich erstmal gucken. Dann kann er sich nochmal überall festhalten zum Klettern. Und na, hier liegt was. Und, ja, 3000, das ist ja nicht gerade wenig. Ja, ich muss jetzt mal gucken, Connor, wo kommst du überall hoch? Das sieht gut aus. Das sieht sehr gut aus. Okay, jetzt kommen wir der Sache näher. Gut, also ich muss mich da jetzt erst wieder reinfinden in Assassin's Creed 3, weil ja Connor jetzt hier auch an Felsen und allen möglichen hochklettern kann. Das ist jetzt ein bisschen ungewohnt. Wieder aber kriegen wir alles hin. Den Schiffsfriedhof erkunden. Noch ein Schiff. Plünderer. Leg das hin! Hau ab! Ich hab's gefunden! Das gehört mir! Halt! Okay. Jetzt muss ich schon wieder dahinterher. Lass mich! Ich hab's gefunden! Ich liebe ja solche Verfolgungsjagd. Was du gefunden hast, gehört mir! Echt? Seit wann? Nicht so schnell! Okay, Connor, komm schon. Es gehört go, go, go. Lass mich in Ruhe! Ah, netter Versuch mit dem Schießen. Aber leider daneben. Warum verfolgst du mich? Ich habe nichts getan! Halt an und gib mir, was ich suche! Ah, fuck. Leute, geht weg! Zurück. Noch bin ich in seiner Reichweite, glaube ich. Nein, jetzt nicht mehr. Verdammt. Okay, gut. Weiter. Komm schon. Verdammt! Wow! Ja, da hätte ich jetzt auf ihn draufspringen können, wenn ich schneller gewesen wäre. Freunde, ein Rohling in der Kunde verfolgt dich! Der soll ruhig kommen! Ah. Na gut, kommt her, Leute. Ich muss eh mal wieder hier kämpfen üben. Okay, das ist aber relativ einfach gerade. Nicht. Okay. Jetzt krieg ich's wieder raus mit dem Kontern. Mehr oder weniger. Dammit.
Das ist nicht gut, das ist nicht gut. Okay, der Schatz von Dead Chest Island. Die Mission haben wir beendet und wir haben absolut nichts erfüllt von diesen Aufträgen. Aber gut. Wir haben es geschafft. Jetzt ist nur die Frage, hat er ein Stück der Karte jetzt gefunden, ob wir jetzt da auch noch gleich noch eine Mission machen können? Oder ob wir erst wieder etwas finden. Also eben erst wieder Klunker bringen müssen. Gucken wir mal ganz kurz. Nope. Können wir nichts machen. Okay. Dann... Karte. Denn hier dürfte es ja überhaupt keinen Klunker mehr geben. Nee. Gibt's alles nicht. Oh, da hinten gibt es eine Siedlungsmission. Aber ich würde sagen... Wir suchen erstmal die Klunker. Und wir reisen mal nach New York. Machen dorthin eine Schnellreise und gucken... ob wir da noch ein paar Klunker finden. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie viele wir wo bereits gefunden haben. Aber ich hoffe, dass jetzt in New York noch ein paar sind. Wenn nicht, müssen wir nach Boston. Und da gucken. Und wenn da auch nichts ist, müssen wir in die Wildnis. Und gucken, ob wir dort noch einige finden können. Einige vergessen haben. Und dann... kümmern wir uns mal noch ein bisschen um diese Klunker-Missionen. Denn schlecht finde ich sie nicht, auch wenn ich jetzt gerade wieder so super gut durchgerannt bin und gar nichts hinbekommen habe. Gerade, aber ich fand die Mission trotzdem nicht schlecht. War sehr kurz, aber trotzdem nicht schlecht. Okay, die ganze Karte ist noch verdeckt. Das heißt, wir suchen... ein Aussichtspunkt. Okay, da wäre ein Klunker. Dann markiere ich den mal, weil der ist doch gar nicht mehr so weit weg. Können wir gleich den nächsten einsammeln und dann brauchen wir, wenn wir den haben, noch 4 Stück. Da können wir dann die nächste Mission machen. Und ich bin mal gespannt, wie viele Missionen es von Hinkebeins Klunker gibt und ob es irgendwie was Besonderes gibt, wenn wir die komplett abgeschlossen haben. Jede Mission gemacht haben. Okay, so, und dann schnapp mal. Okay, 2 von 2 haben wir gefunden, das heißt, hier gibt es dann keinen mehr. Mal gucken, ob noch irgendwo auf der Karte einer angezeigt wird. Jo, ganz da hinten. Da können wir dann auch noch gleich den Aussichtspunkt hier mitnehmen. Denn der liegt auf dem Weg dorthin. Und ein kleines Schweinchen. Okay. Dim, 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 dim. Vorbei. Und dann würde ich sagen, ab über die Dächer. Wie gewöhnlich nehmen wir einfach mal, so gut es geht, die Luftlinie. Dann herüber. Hier hoch. Und da irgendwo schreit ein Kind. Das interessiert uns jetzt aber gerade nicht so.
So. Ich weiß, dass ich hier oben nichts zu suchen habe, aber ich bin so gerne auf den Dächern. Das macht Spaß. Oh, das ist eine Seite, das ist eine Seite, das ist eine Seite. Gib, 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 gib. Komm schon. Näh. Ey, verdammt. Komm schon, geh hoch. Wieso gib mir doch die Seite? Verdammt. Ich bin so weit zurückgelaufen. Schade. Aber die Seite, da kann man ja nichts irgendwie drücken, um sie einzusammeln. Da muss man wirklich genau reinspringen, damit man die Seite bekommt. Und wenn man die sieht, sollte man das wirklich so schnell wie möglich tun. Ansonsten keine Chance mehr. Ansonsten ist sie weg. Aber die Seite taucht ja Gott sei Dank wieder nach einer Weile auf. Aber wenn man dort steht und wartet, natürlich nicht. Shit, 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 halt dich. Oh, danke. Danke, Connor. Ah, die Nerven, die Nerven. Okay, jetzt hier nicht mehr. So, hier hoch. Muss mal gucken, wie der da überall hochkommt, ohne dass ich ihn runterschmeiße. Und synchronisieren bitte, Connor. Damit wir einen schönen Überblick über das Ganze haben. Wunderbar. Mal sehen, ob jetzt irgendwas anderes noch auf der Karte aufgetaucht. Ja, einiges. Einiges. Es sind viele Befreiungsmissionen, die wir hier haben. Aber ich möchte den Klunker. Oh Gott, ich hoffe, du schaffst es, da rein zu springen. Oh nein, 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 nein. Damn it. Das mache ich auch so gerne. Also jetzt in Assassin's Creed 3 ist es mir, glaube ich, jetzt das erste Mal passiert. Aber... habe ich jetzt den Aussichtspunkt mitgenommen, oder? Das ist mir jetzt noch nicht passiert. Glaube ich zumindest, ich weiß es jetzt nicht mehr genau. Aber in Assassin's Creed Brotherhood oder Assassin's Creed 2 ist mir das so oft passiert, dass mir Ezio dann immer runtergeknallt ist. Weil ich zwar auf einen Heuhaufen gezielt habe, er diesen dann aber nicht erkannt hat oder der dann doch zu weit weg war. Und dann ist er mir immer in den Tod gestürzt. Also, das ist sehr gefährlich. Also bitte nicht zu Hause nachmachen und versuchen, vom Dach irgendwo runterzuspringen in einen Heuhaufen. Das kann auch böse enden. Oh, scheiße. Hi. Wieso? Darf ich hier nicht sein? Tut mir leid, Leute. Sorry. So, ich versuche jetzt da aber heimlich zu verschwinden. Ich muss da nur noch raus, ich muss da nur noch raus, ich muss da nur noch raus. Oh, anonym werden. So wie jetzt? Jo. Sehr schön. Den Klunker im Westbezirk finden. Einen von einen. Auch das haben wir geschafft. Dann haben wir jetzt 11. Dann gehen wir gleich mal zum nächsten Aussichtspunkt. Einen Moment. Ihr seid wenigstens kein Unmensch, wie die meisten hier. Alle, die immun sind, sind bereits geflohen. Feiglinge. Und wer bist du? Jamie Colley. Macht weiter mit dem, was ihr hier tut. Sonst tut es keiner. Wenn wir beide uns darum kümmern, kriegen wir diese Epidemie vielleicht in den Griff. Ich tue, was ich kann. Ich werde jetzt diesen Ärzten helfen. Kommt zu mir, wenn ihr meint, dass ihr fertig seid. Vielleicht fällt uns noch was ein. Okay. Ich kenne dich zwar nicht wirklich, aber du scheinst nett zu sein. Diese Arzt, diese Epidemie. Ah ja. Drei kranke Zivilisten.
Der hier weiß doch was. Mhm. Raus damit! Dann machen wir das doch jetzt hier gleich mal. Ich eh schon da stehen. Hey, spinn hier nicht rum, Mann. Okay, komm mal mit hier. Und den muss ich jetzt... Ah, oh, kommt er nicht hoch? Scheiße. Raus da. Okay. 50 Meter, den sollen wir da hinbringen. Das ist ganz in der Nähe, das können wir jetzt ganz schnell machen. Wir müssen eben nur... Halleluja, hier kommt er nirgendwo durch, wo er einträgt. Wir müssen jetzt nur aufpassen, dass wir vielleicht nicht direkt in eine Wache reinrennen. Ich glaube, das kommt nicht ganz so gut. Mister, könnt ihr mir helfen? Mein Vater ist sehr krank, er braucht einen Arzt. Könntet ihr ihn zu einem tragen? Ihr seid ein guter Mann. Die Krankheit ist ganz plötzlich ausgebrochen. Ja, wo soll ich den jetzt genau hinbringen? Wo hast du dich angesteckt? Ich weiß nicht. Hab mit keinem Kranken gesprochen. Ja, Moment, Moment, Moment. Rein theoretisch müsste ich ihn doch zu dem da bringen, oder nicht? Hier hin? Verdammt, ich hab das nicht jetzt ganz zu Ende gelesen. Warum kommt ihr denn zu mir? Ihr habt noch nichts gegen diese Seuche unternommen. Ja, okay, dann sag mir doch, was ich tun soll. Wird mir das nochmal angezeigt? Ich warte jetzt nochmal, bis er fertig mit Speichern ist. Vielleicht wird's mir nochmal angezeigt. Nö. Okay, dann gucke ich mal. Umstritten. Ich weiß jetzt gar nicht, ob hier irgendwo steht. Chemieseite hinterher. Ist verloren. Synchronisiert. Nein. Hier steht nichts drin. Dann tut mir das leid für euch, Freunde. Dann müsst ihr jetzt hier erstmal so in der Gegend liegen bleiben. Bis mir das nochmal angezeigt wird, wo genau ich euch hinbringen soll. Oder ob ich euch vielleicht töten muss. Ich weiß es jetzt nicht genau. Ah, die Kranken zum Arzt bringen. Alles klar. Das müssen wir machen. Die Kranken zu einem Arzt bringen. Müssen wir jetzt aber sowieso erstmal gucken, wo überhaupt so ein Arzt dann ist. Weil ich habe hier bis jetzt noch nie irgendwo in New York oder allgemein einen Arzt gesehen. Ach, was hat das jetzt schon wieder auf mich abgesehen? Immer auf die Indianer. Warum? Au. Leute. Das finde ich aber jetzt nicht nett. Wieder daneben. Okay, dann muss ich jetzt erstmal wieder abhauen. Ah, okay, jetzt wird es mir wieder angezeigt. Ich habe gedacht, ich bin... Oh, du Scheiße. Ist nicht... Oh. Das ist nicht gut. Warum renne ich eigentlich immer in die Wachen rein? Gibt's doch nicht. Ah, da vorne muss ich raus. Runter. Na, ja, doch nicht. Darüber. Okay. Jetzt sind sie weg. Gut, dann gucke ich jetzt mal, wo ich schon wieder hingerannt bin, ganz nach da unten. Dafür habe ich immer ein Talent, dann immer so weit wegzurennen.
Dann nehmen wir einfach jetzt diesen Aussichtspunkt. Ich weiß, Leute, dass wir jetzt gerade momentan mehr wegrennen als irgendwas anderes machen. Aber... Was zum Henker? Okay. Aber das müssen wir eben auch machen, wenn wir zu Aussichtspunkten wollen. Manche Wachen mögen das eben nicht, wenn wir auf den Dächern rumrennen. Oder besser gesagt, keine Wache mag es. Willst du mich verarschen? Also, ich glaube, wir müssten mal Leute bestechen. Ich glaube, die haben es jetzt irgendwie auf Connor abgesehen, nur wenn sie ihn sehen. Habe ich zumindest jetzt das Gefühl. Kommt er auch nicht. Vorne rum hochkommen. Gehe ich mal stark davon aus. Ich habe jetzt nur Angst, dass er... Ja, da hoch. Ich habe jetzt nur Angst, dass sie mich jetzt gleich runterschießen. Komm schon, Connor. Komm schon, komm schon, komm schon. Du hast es gleich geschafft. Du bist gleich oben. Yes. Gut, dann lassen wir die da unten mal einfach vor sich hin ballern und synchronisieren, damit ich jetzt endlich mal dazu komme. Ist mir jetzt egal, was die Wachen da unten veranstalten. Ich möchte nämlich endlich mal hier synchronisieren. Dann können wir nochmal kurz auf die Karte gucken. Da haben wir jetzt wieder hier einige Befreiungsmissionen geöffnet. Aber ich glaube Klunker. Ich sehe jetzt zumindest keinen. Kann auch sein, dass er jetzt natürlich verdeckt wird. Können wir mal gucken. Kann man die irgendwie deaktivieren? Ich glaube, das ging doch irgendwie. Weil so sehe ich jetzt natürlich nicht, ob da irgendwo Klunker drunter sind. Lieferauftrag. Ich sehe jetzt nichts, dann nehmen wir noch diesen Aussichtspunkt hier mit. Jetzt muss ich mal gucken, komme ich hier wieder runter. Geradeaus. Bitte lass... Ja, es geht gut. Und nu? Haut ihr wieder ab? Lasst mich in Ruhe, hier gibt's nichts zu sehen, das ist nur ein Heuhaufen. Kusch, kusch. Ach ja, Moment. Haben die das jetzt echt so extrem auf mich abgesehen? Weil angezeigt wird doch nichts, dass ich irgendwie Leute jetzt hier bestechen kann. Irgendwie nicht. Ich glaube, die sind einfach so unfreundlich zu mir. Was ist denn das hier? West Point. Nö, nee, okay, jetzt tun sie mir nichts mehr. Gut. Dann weiter zum nächsten Aussichtspunkt. Denn den möchte ich jetzt auch noch synchronisieren. Und wenn dann auch noch kein Klunker auftaucht, dann wird es hier wahrscheinlich keinen mehr geben. Oh. Aber hier kann er sich auch verstecken, gut zu wissen. Nein, Connor, ich will, dass du da hochgehst. Na gut, dann nimm die Wand. Ja, pass auf, dass sich jetzt keiner sieht. Komm schon, komm schon, komm schon, go, 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 go. Nein, ich glaube, das ist jetzt gerade noch gut gegangen. Nein. Ich hasse solche engen Dinger hier. Geh doch da hoch. Dammit. Jetzt. Sehr schön. So.
So muss das funktionieren. Und nicht wieder daneben vorbeirennen und runterspringen. Das wollen wir nicht. So ist es gut. Alles klar. Was haben wir nun? Da war irgendwas anderes gerade noch so ein... Ja, hier. Auftragsattentat. Schätze gibt es en masse, aber hier gibt es keinen Klunker mehr. Ich sehe zumindest keinen. Dann müssen wir uns mal in Boston umgucken, denke ich, oder noch die anderen Aussichtspunkte machen. Aber ich denke mal, wir versuchen zuerst unser Glück einmal dann in Boston. Aber das machen wir dann im nächsten Part. Bis dahin, ciao!